Wir schauen, was passiert, wenn wir ganz lange ein und dieselbe Fratze schneiden. Ja, aber für welche sollen wir uns entscheiden? Mal sehen. Oh, was hältst du denn von Schielaugen? Das sind Verbindungen mit einem Überbiss. Und als Krönung des Ganzen? Erfrischend unorthodox, mein Freund. Ich nenne meine... den Gary. Mau. Gleichermaßen glorreich und biberlich. Wow, Patrick, du hast die Grimasse echt durchgehalten. Ehrlich gesagt, könnte ich mein Gewicht gar nicht bewegen. Ich kann meins auch nicht bewegen. Klasse, gewonnen! Nein, das ist nicht klasse. Das heißt, dass Mr. Krabs recht hatte. Unsere Gesichter sind stehen geblieben. Patrick, Sandy hatte recht. Wir brauchen Hilfe. Sandy! Sandy! Die Schultern müssen mal eingerenkt werden. Ich kann förmlich fühlen, wie die Knoten sich lösen. Mal sehen, ob ich den Kiefer auch wieder kunstvoll einrenken kann. Okay, zuerst die schlechte Nachricht. Eure Gesichter bleiben leider eingefroren. Aber ihr seht viel entspannter aus. Hey, ahoi, SpongeBob. Hallo, Mr. Krabs. Ist alles klar bei dir, Minion? Du hast dich wie ein kranker Fadenwurm hereingeschlichen. Alles gut, Mr. Krabs. Ich grille wie immer die Krabuletten. Aha, aber woher kommt heute die schwammige Haltung? Oh, haben Sie gehört, da hat jemand einen Penny fallen lassen. Ein Penny? Wo denn? So gewinne ich etwas Zeit. Leg los, SpongeBob, die Bestellungen häufen sich. Bin schon unterwegs. Zwiebelsaft. Na los, SpongeBob, zack, zack. Ich mach ja. Au. Bestellung ist fertig. Du servierst, ich habe Pause. Penny. Er ist immer noch abgelenkt. Jetzt oder nie. Penny. Ihre Bestellung, der Herr. Tut mir leid, aber ich hatte keine Sabberlippen auf Krabbenburger bestellt. Oh, Scholle. Ich werde meine Mahlzeit von nun an woanders zu mir nehmen. Nicht! Kommen Sie zurück! Warum nur? Warum? Warum musste ich unbedingt Grimassen schneiden? Was ist hier drin überhaupt los? Warum verlieren wir Kundschaft? Woher soll ich das wissen? Ich bin hier nur der Burgerbrater. Sieh mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede. Hörst du? Du sollst mir ins Gesicht sehen. Hey, habe ich Ihnen das schon mal gezeigt? Meine Biskuitrollen-Imitation. Jetzt hör mal. Du stehst besser ganz schnell wieder auf, denn sonst... Oh. Es passt wohl gerade nicht. Ja, jetzt verstehe ich, was hier vor sich geht. Aha, ihr konntet es euch einfach nicht verkneifen, weiter Gesichter zu schneiden, was? Und ihr habt meine Warnungen in den Wind geschlagen. Tut mir leid, Mr. Krabs, wir dachten, es sei Seemannsgarn. Ich verliere Umsatz, weil ihr dachtet, ich erzähle euch Lügengeschichten. Das macht mich so wütend. Ich könnte glatt. Ich kann mein Gesicht nicht bewegen. Mein Gesicht ist auch eingefroren. Was ist? Warum dauert das so lang? Halt, reg dich nicht zu sehr auf, sonst bleibt dein Gesicht stehen. Ich fasse es nicht. Das gibt's wirklich? Ha! Krabs auch? Oh, ist das witzig. Oh. Mein Gesicht! Na toll, das habt ihr ja wieder mal gut hingekriegt. Seht doch, nun hat es Thaddäus auch. Das ist nicht lustig. Schluss damit, hört auf.